Da sind wir wieder. Willkommen, Leute. Noch immer wollen wir natürlich fleißig Quests erledigen und sind noch unterwegs. Diesmal wollen wir die eine Quest noch abschließen mit diesem Rätsel, dem Noppon. Wir haben ja auch noch ein paar Charaktere, die sollte ich auch noch ansprechen. Wir haben noch neue Dialoge. Das war's dann. Damit schulde ich Rosanna nichts mehr. Endlich bin ich wieder so neutral, wie ich das als Arzt sein sollte. Aber es braucht immer Status und Autorität, um etwas umgesetzt zu bekommen. Wenn ihr meine Hilfe braucht, fragt mich einfach, solange ihr euch nicht scheut, in meiner Schuld zu stehen. Genau, der hat uns ja geholfen. Und Eka und Rosanna haben das gut in den Griff bekommen. Was hat die denn jetzt für Zugucken? Was ist denn jetzt los? In den Griff bekommen, nicht wahr? Obwohl Bru und die anderen Unterstützung von Garrett hatten, wurden sie besiegt. Schmählich. Diejenigen, die nicht kämpfen wollten, haben also die unterstützt, die kämpfen wollten? Genau, sie hatten völlig unterschiedliche Vorstellungen, aber haben sich zusammengetan, um Monika zu übertölpen. Was stimmt mit Animation nicht? Manche Leute würden sogar ihre Prinzipien verraten, nur um an die Macht zu kommen. Okay. Oh Mann, ey. Ah ja, ich sehe schon, wir sind noch oben. Dann können wir das jetzt hoffentlich auch mal abschließen hier noch. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal in alte Kolonien. Wobei wir hier auch noch andere Sachen natürlich offen haben. Alle so der Reihe nach, systematisch. Klappern wir es ab. Ah, okay, da können wir oben rein in die Mishiba-Kantine. Wo ist die Opfergabe? Hier gewünscht, gewollte extra mega honigsüße Feder für sich Torpedorolle. Perfekt. Die Torpedorolle. Ach so, okay. Ah? Hi. Schön, dich kennenzulernen. Wer seid ihr alle? Freunde haben geholfen, Hinweise zu lösen. Iki stellt vor, Freundin hat Schnitzeljagd ausgeheckt. Warte bitte. Gigi versteht. Azalea guckt immer von hier aus zu. Azalea geht nachts raus und spielt allein. Was Azalea wirklich will, ist nicht Torpedorolle. Was Azalea will, sind Freunde zum Spielen. Wie? Nein, ich brauche keine Freunde. Azalea? Ist dir etwas zugestoßen? Etwas Trauriges? Was ist passiert? Was hast du auf dem Herzen? Willst du es uns nicht erzählen? Ich bin allein, weil mich dann nicht noch mehr Leute verlassen können. Mama ist krank geworden und gestorben. Papa ist nicht nach Hause gekommen vom Kämpfen. Ich hasse es, verlassen zu werden. Oh, das ist eine traurige Art, jemanden zu verlieren. Meine Mutter ist auch gestorben. Ich kann mir also vorstellen, wie du dich fühlst. Deiner ist auch. Aber das hier ist etwas ganz anderes. Ich hatte viel Spaß dabei, deine Hinweise zu lösen und alle haben geholfen. Vielleicht sind wir irgendwann nicht mehr zusammen, aber das macht es wichtig, jetzt viel Spaß zusammen zu haben, oder? Wenn wir nicht zusammen etwas machen, würden wir es später nur bereuen. Was für Spiele magst du, Azalea? Das weiß ich gar nicht. Okay, dann ist unser nächstes Spiel etwas zu finden, was Azalea mag. Ich liebe es, schwere Rätsel zu lösen. Genau wie bei deiner Schnitzeljagd, Azalea. Ja schon, aber... Komm schon, gib mir noch ein Rätsel, mach schon. Du willst jetzt direkt anfangen? Wer es löst, darf die Torpedorolle essen. Aber wir haben doch nur die eine. Dann gib dein Bestes. Okay, wer fängt an? Ich will anfangen. Hey, wie kann ich gewinnen, wenn ich selbst das Rätsel machen soll? Das hat ja alles gut geklappt. Iggy fürchter schwer dankbar. Frage war, wie Azalea Freunde zum Spielen finden kann. Schwierigstes aller Rätsel. Für Gigi war Rätsel lange unlösbar. Deswegen hat Gigi alle mitmachen lassen. Das war eine gute Idee. Dann viel Spaß euch. Oh, das war aber schön. Ein nettes Ende für die Quest. Die Rätsel stammten von Azalea. Sie hatte sich zurückgezogen, aber jetzt hat sie neue Freunde. Ja, das hat Spaß gemacht, durchaus. Dann wollen wir doch mal, oder? Ich würde sagen, schauen wir mal, was andere Kolonien zu bieten haben. Sicherlich eine ganze Menge, kann ich mir vorstellen. Let's go. Okay, wollen wir mal wieder zurück, vielleicht ganz zum Anfang? Da wurde nämlich auch schon geschrieben, ich solle zurück zu Kolonie 9 gehen. Da sollte ich dran denken, da erwartet mich gegebenenfalls noch etwas. Dann wollen wir doch da mal reinschauen.
Ja, wirklich schön, wenn wir jetzt systematisch noch so ein paar extra Heldenmissionen dann machen können. Folgequests, die uns dann zusätzliche Ränge freischalten, teils mit extra Cutscenes. Immer wieder schön. Ist jetzt natürlich die Frage, ob wir jetzt irgendwelche Infos brauchen oder so. Wir gucken uns einfach mal um. Gibt's auch noch. Ah ja, ich sehe schon, da drüben sind Infos. Ich sag's euch ganz deutlich, für mich seid ihr immer noch die Nulpen von damals. Okay. Ich zieh dir nochmal auf meine Weise durch und bring Kolonie 9 zu alter Stärke zurück. Ich kann das. Ich weiß, dass ich dazu in der Lage bin. Es wird nicht wieder so ablaufen wie damals. Kite? Der Eastman. Ich brauche jetzt nur noch eine Sekunde, um meine Suppe auszuschlürfen. Kein Wunder. Wegen dem Nachschubmangel ist ja außer Wasser kaum noch was drin. Ich habe Url um eine Wegweiser-Zeremonie gebeten und er sagt nur vielleicht später. Als Wegweiser ist das seine Dienstpflicht. Noah hätte sich sowas nie erlaubt. Wegweiser von Kolonie 9, okay. Pollux. Die Königin war eine Fälschung, da fragt man sich doch, wofür wir die ganze Zeit gekämpft haben. Ich weiß, wie deprimierend sich das anfühlt, aber ihr müsst jetzt trotzdem nach vorne blicken. Oh, vielleicht habe ich den falschen Eindruck erweckt. Ich bin nicht der Typ, der wegen sowas im Schwermut verfällt. Sagt mir einfach, was ich als nächstes machen soll. Die Mobius besiegen? Okay, wird erledigt. Noah ist doch wieder da. Könnte er nicht wieder unser Wegweiser werden anstelle von Earl? Da hätte Kite sicher etwas dagegen. Und wir haben auch nicht die Zeit dazu. Unser Sieg über Kolonie Sigma kommt mir unendlich lang hervor. Ja, wer hätte damals gedacht, dass wir mal so enden würden? Okay, das Siechefeld. Mehr Infos gesellen sich dazu. Rohstoffe und Lebensmittel kriegen wir ja noch irgendwie zusammen, aber neue Ausrüstung können wir uns abschminken. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Wie soll das weitergehen? Okay, die Lage in Kolonie 9. Wenn ich schon dabei bin, vielleicht lohnt es sich ja auch, den Held mal zu wechseln zu. Moment, wo ist er dann? Hier oben. Ja, hier, Sion. Könnte ich mir jetzt nur vorstellen, weil er gehört ja zu der Kolonie hier. Nur für den Fall der Fälle. Willkommen zurück. Herr Ralla ist aus Häuschen, dass Noah und Rico gesund und munter wieder da sind. Werkstatt von Rico war großes Chaos und Herr Ralla hatte keine Lust zum Aufräumen. Daher ist alles noch genau wie vorher. Herr Ralla hat nur ein paar wertvolle Materialien stibitzt, weil Herr Ralla dachte, Rico ist tot. Bitte nicht übel nehmen. Ah, noch mehr Infos, meine Güte. Der arme Roald musste mal wieder einen Streit schlichten. Das mit Eastman meinst du? Der hatte doch Lenny in die Mangel genommen, weil dem irgendwas verheimlicht hat. Hey, Moment mal. Hätte nicht gedacht, dass hier mal Kommandeur wird. Mann, oh, jetzt kriege ich den Infodrop nicht. Das ist tatsächlich nervig. Ist einer der tüchtigsten Kolonie 9. Ich glaube, da packt das. Ja, jetzt kommt das hier nochmal. Bisschen ungünstig. Ich hätte mich einfach nicht bewegen sollen, glaube ich. Okay. Lennys und Eastmans Streit. Okay, meine Güte, gibt's hier viel. Der Kolonie fehlt das an allen Enden. Sion muss mal was unternehmen. Das Wichtigste ist Essen. Nur mit Jagen und Fischen kommen wir nicht weit. Das könnte jetzt eine Quest für Sion vielleicht sein. Sehen wir mal. Schauen wir uns sorgfältig um. Die Leute scheinen da wirklich viele Probleme zu haben. Okay, da könnten wir noch ein bisschen Äther und Skrallen, wenn wir das wollen. Aber hier oben ist niemand, ne? Das hatte ich mir schon mal geholt und da unten gab es noch einen Container. So, wurde auch mal Zeit, sich den zu schnappen, ganz im Ernst. Habe ich mir ganz schön viel Zeit gelassen, ach du meine Güte. Nur Mist, aber das wundert mich jetzt auch nicht wirklich. Hätten wir schon von Anfang an uns holen können. Aber dieses Container-Symbol, wenn es dann oben zu sehen ist, dann denkt man sich, ach komm, ich muss unbedingt dafür sorgen, dass das Symbol nicht mehr da ist. Da kommt er endlich zurück und dann stellt ihr unser Leben komplett auf den Kopf. Naja, sieh's mal so, ihr müsst jetzt nicht mehr diesen sinnlosen Krieg führen. Glaubt ihr im Ernst, wir müssten euch dankbar sein? Ihr habt keine Ahnung, wie es uns hier ergangen ist. Nachdem wir degradiert wurden, haben wir unzählige Kameraden verloren. Und jetzt haben wir uns auch noch mit dem Schloss angelegt. Uns geht's jetzt schlechter als jemals zuvor. Ach Gott, aber immer wieder gut, wenn man trotzdem auch solche Dialoge mal liest, finde ich. Du hast vielleicht einen ernsten Blick drauf. Was ist denn los?
Nun, einige von unseren Leuten sehen euch immer noch als Feinde. Ich frage mich, wie wir künftig zusammenarbeiten sollen. Wegen des Materialmangels ist die Lage eh schon angespannt. Da kommt ihr ihnen als Sündenböcke gerade recht. Ich frage mich, ob ich irgendwas tun kann, damit sich die Lage irgendwann mal wieder entspannt. Klingt an der Zwickmühle, ja? Lass uns wissen, wenn wir irgendwas für dich tun können, okay? Interessant. Mir gefällt das bisher, die Kolonie hat einiges zu bieten. Wirkt recht realistisch gerade. Kolonie Jota hat uns Nachschub zukommen lassen. Ich hoffe, dafür können wir uns irgendwann revanchieren. Naja, ist auch schon positiven Einfluss von außen. Vorratslieferung, da haben wir wahrscheinlich auch noch einiges zu tun. Okay, okay. Sind wir allmählich durch mit unserer Tour? Noch mehr Infos, Wahnsinn. Stark. Och man, das ist einfach nicht fair. Wovon redest du? Herr Ralle hat mir erzählt, dass es überall in Aionios von Noppon erbaute Rätselgrotten gibt. Ich wäre am liebsten direkt aufgebrochen, aber Herr Ralle hat mich ausgelacht. Zu schwierig für Laurea, Dumpfbacke. Dieses kleine, flauschige Miststück. Aber sag mal, was ist überhaupt eine Rätselgrotte? Wir waren ja schon in einer. Oh mein Gott. Noch mehr. Theoretisch steht im Lehrbuch doch was über Landwirtschaft. Ja, aber nur die Theorie, nicht die Praxis. Läppische zwei Seiten. Okay, Lehrbücher, aha. Ist das, was die typischerweise, wenn dann, kennen? Keine Romane. Wenigstens sind die meisten Monster auf der Isana-Ebene Pflanzenfresser. Ja, zum Glück. Eine Monsterplage könnten wir uns jetzt echt nicht leisten. Monster der Isana-Ebene. Okay. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal kurz, was wir so alles besprechen können. Richtig heftig einfach. Wie viel da zusammengekommen ist. Wo machen wir das? Machen wir es bei der Kantine. Bei gutem Essen. Da beredet man doch gerne Sachen, oder? Auf jeden Fall. Das bietet sich immer ein bisschen mehr an. Was hattet ihr nochmal? Ich hab das schon wieder nicht mehr auf dem Schirm. Ja, das Klassenerfahrung, genau, super. Die nehmen wir immer mit. Gute Klassenerfahrung. Lasst es euch schmecken hier. Erstmal Bohnen. Baked Beets oder was, meine Güte. Okay. Ja, hier gibt es, glaube ich, Sachen. Genau. Da sind Quests damit verbunden, aber wir haben auch sehr viel, was wir einfach nur so besprechen können. Okay, ja, gut, gut, gut. Es ist viel. Dann fangen wir doch einfach mal an, würde ich sagen. Als wir noch in Kolonie 9 waren, hatten wir mal ein ganz unschönes Erlebnis mit ein paar Hasets. Echt? Dabei sind die doch so niedlich. Manche tragen einen Riesenknüppel mit ihrem Schwanz und klopfen dich damit windelweich. Das nennst du niedlich? Das klingt wirklich nicht besonders niedlich. Genau, die Kandidaten haben sich mal in der Isana-Ebene zusammengerottet und sind dann auf die Kolonie vorgerückt. Oh, ich erinnere mich, das war ganz schön bedrohlich. Fox hatte sich mit dem Anführer von denen angelegt. So fing alles an. Und er hat dann seine Brüder zusammengetrommelt, um sich zu rächen. Hasets finden sich häufig in Rudeln zusammen, besonders mit dem Typus, der Waffen verwendet, ist nicht zu spaßen. Ja, und von der Sorte sind mehr als ein paar hundert auf uns losgestürmt. Der Horror, wenn sie wenigstens essbar wären. Echt, sind die nicht? Okay. Okay, was ich daraus mitnehme, beim Kampf gegen Hasets sollten wir aufpassen, nicht zu viele auf einmal anzulocken. Ja, okay. Trivialer Kram hier, ne? Aber gut. Sag mal, Tyon, liest du da im Ernst immer noch Agnes-Lehrbücher? Nach allem, was passiert ist, bevor wir zu Ouroboros wurden, hatte ich nie einen Zweifel, dass alles, was in diesen Büchern steht, wahr ist. Ich war überzeugt, wenn wir diese Lehre befolgen, würde dies unsere Kolonie und der Königin zum Vorteil gereichen. Doch wie wir jetzt alle wissen, war dies nicht mehr als Lug und Trug, ausgeheckt von den Mobius. Ja, genau das meine ich. Warum liest du dann immer noch die Bücher? Weil wir jetzt wissen, dass diese Bücher genau das enthalten, was für die Mobius den größten Vorteil bedeutet. Diese Erkenntnis kann uns dabei helfen, mehr über ihre Denkweise und ihre wahren Ziele herauszufinden. Wie jetzt? Du liest die Bücher, um mehr über unsere Feinde herauszukriegen? Wissen ist Macht, das gilt ganz besonders auf dem Schlachtfeld. Natürlich ist auch nicht alles in den Büchern unwahr, man denke nur an die Anleitungen zum Ackerbau in Kolonie 9. Man darf also nicht alles für bare Münze nehmen, sondern muss sich auswählen, was man glaubt und was nicht. Du hast es erfasst. Generell, ja. Gehirn einschalten, nicht einfach alles direkt glauben. Vorratslieferung. Die Lieferungen aus Kolonie Jota sind für viele Kolonien die lang ersehnte Rettung. Du meinst, das Zeug, das wir verteilt haben, fühlt sich gut an, wenn es den Leuten eine große Hilfe ist.
Dabei haben wir eigentlich nur die Collecticon-Karten benutzt, mehr nicht. Wenn Alexandria und Kolonie Jota nicht so ein gut gefülltes Lager hätten, hätten wir gar nichts ausrichten können. Da ist was dran. Sie ist die, die das ganze Lob verdient. Schließlich hat sie ja auch die Karten erfunden. Das würde ich ihr aber nie ins Gesicht sagen. So ein kleines bisschen kann ich ihr arrogantes Lächeln nicht mehr abhaben. Echt? Ich mag ihr Lächeln irgendwie. Ich auch. Ist doch voll süß. Seid ihr sicher, dass ihr das gleiche Lächeln meint? Der Gesprächsverlauf verwirrt mich auch etwas. Okay. Das war in der Tat ein etwas seltsames Gespräch, aber gut. Das Siechefeld. Das war eure Kolonie, die auf dem Siechenfeld gegen Sigmar gekämpft hat, oder? Ja, du weißt davon? Das Siechefeld ist berüchtigt dafür, dass Kolonien dort in gewaltigen Materialschlachten aneinander geraten. Die weite Fläche eignet sich dafür, dass sogar die Feronisse selbst in den Kampf eingreifen können. Kein Wunder, dass da kein einzelner Grashalm mehr wächst. Solange der Krieg kein Ende findet, wird diese Ebene wohl immer unfruchtbar bleiben. Ich hoffe, eines Tages wird der Krieg doch einmal aufhören. Dann kann sie grün und üppig werden, wie die Isana-Ebene. Na gut, okay. Ja, das jetzt mit Sion, machen wir erstmal die anderen Sachen, würde ich sagen. Kümmern wir uns mal darum. Schon gehört, Eastman und Lenny sind aneinander geraten. Das ist ja eine ungewöhnliche Gegnerpaarung. Eastman hat Lenny aus irgendeinem idiotischen Grund angefahren, weil Lenny zu viele Geheimnisse hat oder so. Eastman ist echt ein Hitzkopf, was? Was genau Lenny wohl geheim gehalten hat? Puh, ob er uns das sagen würde? Aber wenn es dir keine Ruhe lässt, können wir ja mal nachhaken. Okay, machen wir das. Alles klar, die kennen sich hier natürlich noch alle super gut und so, das passt ja auch. Die Heimatkolonie. Alles ein bisschen persönlicher hier. Seit wir Kolonie 9 befreit haben, haben sie mit allerlei Problemen zu kämpfen. Naja, das ist halt ein unvermeidlicher Nebeneffekt bei der ganzen Sache. Mag sein, aber ich würde ihnen trotzdem gern irgendwie helfen. Was meint ihr, woran mangelt das Kolonie 9 derzeit wohl am meisten? Gute Frage. Am dringendsten brauchen sie wahrscheinlich Essen, würde ich sagen. Aber das ist sicher noch lange nicht alles. Vieles wurde ja vorher ganz selbstverständlich vom Schloss geliefert. Da machen sich eine Menge Leute jetzt bestimmt Sorgen, weil diese Art der Unterstützung komplett wegfällt. Vor nicht allzu langer Zeit gab es sogar noch so eine Lieferung, oder? Die aktuelle Kampagne gegen Agnes zieht sich länger hin als gedacht. Und da man ohne ausreichend Versorgung schlecht Krieg führen kann, wurden wieder Container mit Nachschub abgeworfen. Oh, stimmt. Meint ihr, davon liegen noch irgendwo welche rum? Vom letzten Abwurf? Gab's da nicht einen, der vom Wind weggeblasen und dann letztendlich aufgegeben wurde? Echt? Ich müsste noch die Protokolle von damals haben. Moment. Tatsache. Also sieht aus, als wäre der Container oben im Wasserfall am Mumua-Hügel gelandet. Tja, dann spazieren wir mal rüber und schauen, ob der noch da ist. Vergessene Vorräte. Hätte ich mir das nicht sogar mal gekrallt habe, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oder war das der eine, den ich immer nicht öffnen konnte? Das kann sein. Da gab's doch mal einen. Da war ich etwas verwirrt. Also die ganzen Leute in Kolonie 9, die bombardieren Noah in letzter Zeit geradezu mit Bitten, dass er Wegweiser-Zeremonien abhalten soll, oder? Dabei gibt's doch jetzt sogar einen neuen Wegweiser als Ersatz. Wie hieß der nochmal? Earl, viertes Intervall. Ja, genau den meine ich. Die Leute vertrauen wohl weiterhin lieber auf Noah. Dabei müsste Earl ja die ganze Zeit, bis wir nach Kolonie 9 zurückgekehrt sind, die Zeremonien übernommen haben. Ich habe natürlich nichts dagegen, ihnen den Weg zu weisen, aber... Du kannst ja schlecht jede einzelne Zeremonie übernehmen, die eigentlich dieser Typ machen sollte. Ich wüsste schon gern, woran das liegt. Ich habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht. Wir sollten mit Roald reden. Der hat immer seinen Finger am Puls der Soldaten. Er kann uns bestimmt sagen, woran es liegt. Wir können uns bei den Unterkünften von Kolonie 9 mit ihm treffen. Ich werde ihn schon mal vorwarnen. Okay. Leiden eines Wegweisers. Und schlussendlich noch die Engpässe in Kolonie 9. Dann ist unser Questlog wieder richtig voll. Wie ich höre, leidet Kolonie 9 an einem erheblichen Mangel an Materialnachschub. Wir haben uns schon fast daran gewöhnt. Aber die Sache ist die. Bevor Kolonie 9 im Rang gesunken ist, hatten wir eigentlich immer genügend Lebensmittel und Rohstoffe zur Verfügung. Deshalb liegen die Nerven jetzt umso mehr blank, weil es an allen Ecken fehlt. Können wir irgendwie helfen? Das wäre toll. Aber so ein Problem kann man schwerlich von einem Moment auf den anderen lösen. Oberste Priorität hätten wohl die Probleme mit der Verpflegung. Knurrender Magen ist größte Tragik auf Welt. Es wird noch eine Weile dauern, bis die Felder erntereif sind. Ja,
Wir bräuchten irgendwas als Übergang, bis Sions Idee mit den Feldern etwas abwirft. Kommen Freunde wirklich nicht auf Lösung? Wenn du irgendwas weißt, dann spuckst du raus, anstatt blöde Sprüche zu bringen. Nun, Freunde müssen eigentlich genau wissen. Wer Sache findet, darf Sache behalten. Und was soll das jetzt heißen? Auf alten Schlachtfeldern liegt noch Zeugs rum, das zu gut zum Wegschmeißen ist. Das stimmt natürlich. Das hat uns damals schon das Leben gerettet, als wir nicht mehr in die Kolonie zurück konnten. Wenn es ums Überleben geht, kann man da nicht zimperlich sein. Das sehe ich auch so. Auf einem Schlachtfeld gibt es nicht nur Proviant, sondern auch anderes Material zu finden. Sollen wir uns auf dem alten Schlachtfeld auf dem Siechenfeld umsehen? Das ist nicht weit von Kolonie 9 entfernt. Da fällt mir noch ein guter Ort ein. Die Stelle, wo wir Görnecker begegnet sind, erscheint mir ebenfalls vielversprechend. Okay. Sobald wir genug beisammen haben, geben wir es bei der Ausrüstungsabteilung ab. Camilla weiß am besten, was wo am nötigsten gebraucht wird. Okay, wenn wir uns da alle einig sind, ich will auch helfen. Manana mischt auch mit. Die Krise von Kolonie 9. Okay, dann sind wir jetzt soweit durch. Keine weiteren Gespräche mehr. Wahnsinn. Das war mal eine ganze Menge, würde ich sagen. Da haben wir auch schon erste Marker jetzt wieder. Direkt. Wir wollten nicht mal über Earl ausfragen und allgemein über die Stimmung hier in letzter Zeit. Earl. Ehrlich gesagt hatte ich schon selber überlegt, ob ich über die ganze Sache Bericht erstatten sollte, Sion. Earl weigert sich nämlich, die Wegweiser-Zeremonie durchzuführen und deshalb sind alle nicht gut auf ihn zu sprechen. Ein Wegweiser, der nicht wegweisen will, hat man sowas schon mal gesehen? Um genau zu sein, hat er nur was dagegen, die Zeremonie in Anwesenheit anderer durchzuführen. Das habe ich zumindest von Carrie gehört, die als seine Eskorte eingeteilt ist. Heute ist Earl mal wieder verschwunden. Ich bin sicher, er führt irgendwo klammheimlich die Zeremonie durch. Er will also nicht, dass ihm jemand dabei zusieht. Hast du eine Ahnung, wo er stecken könnte? Auf dem Villiera-Hügel, denke ich. Da hatte Eilis gerade die Hülle einer Kameradin entdeckt. Okay, danke. Wir sollten Earl auf jeden Fall persönlich dazu befragen. Ja, gehen wir zum Villiera-Hügel. Okay, das ist für die Leiden eines Wegweisers. Oh, was ist denn jetzt der andere Typ hier? Halt, stopp. Falscher Knopf. Hier unten, okay, na gut. Das können wir auch ein bisschen beschleunigen, immer schön abkürzen. Ganz hinterm Zelt hier versteckt. Hey, uns ist zu Ohren gekommen, dass es Streit zwischen Eastman und dir gab. Selbst ihr habt davon gehört. Und jetzt seid ihr hier, weil ihr euch Sorgen um mich macht. Ist nicht nötig. Es war keine große Sache. Ich hatte Eilis bloß um einen Gefallen gebeten. Da kam Eastman vorbei und wollte wissen, worum es geht. Als ich es nicht sagen wollte, ist er ausgeflippt. Du hast Eilis um einen Gefallen gebeten? Ja, es könnte die Zukunft von Kolonie 9 beeinflussen. Verrätst du uns, worum es dabei ging? Klar, euch erzähle ich's gerne. Also, ich hatte neulich über mein verstorbenes Team nachgedacht. Da fiel mir ein, dass Marlon mal ein Ausrüstungsstück gefunden hat, das ihr zufolge weder von Keves noch von Agnes kam. Sowas könnte Kolonie 9 doch zugutekommen. Wer weiß, was diese unbekannte Militärausrüstung für Geheimnisse birgt. Tja, und dann dachte ich mir, Eilis könnte doch in ihrem Lefnis danach suchen gehen, also habe ich sie gefragt. Klingt ja alles ziemlich mysteriös. Ich hätte da eine Idee, woher diese Ausrüstung wohl stammt. Ja, es ist bestimmt irgendwas von den Verlorenen. Wir sollten danach suchen. Wenn das so ist, dann macht euch auf den Weg zu Eilis. Ich schicke euch ihre Koordinaten auf die Iris. Danke. Okay. Können wir so weitermachen? Noch ein Punkt, wo wir abkürzen können. Bin ich dabei. Ich sag's ja, es ist immer wieder schön, wenn du die Karte eh schon weitestgehend gut aufgedeckt hast. Dann kann man die Quests so relativ schnell erledigen. Was haben wir hier? Ist ein bisschen Streit gleich oder wie sieht's aus? Eilis. Noah, erschreck mich doch nicht so. Habt ihr etwa mit Lenny gesprochen? So sieht's aus. Und das hier ist die Ausrüstung, die er meinte? Yep. Die stammt definitiv von den Verlorenen. Klingt ja, als wüsstet ihr was darüber. Was ich mich gerade frage, nur eine generelle Frage an die Runde, an alle, die diese Quest schon gespielt haben. Könnte man die auch schon recht früh annehmen oder wirklich jetzt erst? Weil
Wenn man jetzt nichts über die Verlorenen weiß, könnte ich mir vorstellen, dass das alles ein bisschen mysteriöser nochmal wirkt. Aber keine Ahnung, vielleicht kann man die auch erst annehmen, wenn man die City schon besucht hat. Klingt ja, als wüsstet ihr was darüber. Ich habe sie jedenfalls schon überprüft, bevor ihr angekommen seid. Aber nichts davon wird uns von Nutzen sein. Und es sind auch keine Hinweise dazu zu finden, wem sie mal gehört hat. Verstehe. Wie auch immer, das Ganze ist so mysteriös, dass ich es lieber Roald berichten werde. Gute Idee. Ich mag die Musik auch hier auf den Ebenen, das ist eigentlich echt schön. Nach so viel Zeit, minimale Nostalgie. Wir sollten das Zeug nicht einfach so herumliegen lassen. Wollen wir es wieder vergraben? Moment, ist das nicht eine Schlüsselkarte? Das sollten wir Lenny erzählen. Ihr habt so Schlüsselkarten, ha? Interessant. Dann schauen wir, was dazu kommt. Ich mag das auch, dass die Monster immer so Geräusche machen. Das ist immer so schön. Und auch unterschiedliche Geräusche. Generell. Einfach ganz cool. Es wirkt immer so schön natürlich an alles. So, Lenny. Und, was meint ihr? Wir konnten bestätigen, dass die Ausrüstung aus der City stammt. Sie muss einem Verlorenen gehört haben. Ich schätze, das ist nicht wirklich, was du dir erhofft hattest. Verstehe, was soll's. Das einzige Interessante dort war diese Karte hier. Damit kann ich nicht viel anfangen, aber vielleicht findet ihr mehr heraus, wenn ihr den Ort findet, wo der Tote herkam. Ihr solltet sie behalten. Bist du dir sicher? Ja. Trotzdem, danke für die Hilfe. Ihr habt mir einen großen Gefallen getan. Ich schätze, ich sollte jetzt mal zu Eastman gehen und mich mit ihm aussprechen. Ja, gute Idee. Oh, das ging auch flott. Die Ausrüstung, die Marlon versteckt hat, ist leider nutzlos für Kolonie 9. Aber für die City ja vielleicht schon interessant, ne? Aber wir haben ja auch die ID-Karte bekommen, also vielleicht gibt es da irgendeine Folgequest oder so. Vielleicht wird die nochmal relevant, sehen wir mal. Wenn wir schon dabei sind, genau, Missionen. Dann sollten wir vielleicht hier gleich mal weitermachen, ha? Auf aktiv setzen, let's go. Okay, dann müssen wir hier hoch. Sollte auch relativ schnell machbar sein. Dann schauen wir mal, was das Problem von diesem Wegweiser ist. Ah, hier oben ist das so ein kleines Segment. Mann, war ich hier schon lange nicht mehr unterwegs. Wahnsinn. Mittlerweile würde es sich lohnen, all die besonderen Gegner mal mitzunehmen. Bin noch am überlegen, ob ich die einfach in einem Video zusammenschneiden soll oder so. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber mal sehen. Bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Carrie, wo ist Earl? Wart ihr nicht zusammen? Ihr kommt keine Sekunde zu früh. Könnt ihr mir helfen, ihn zu suchen? Ist irgendwas passiert? Wir waren hierher gekommen, um einer Kameradin den Weg zu weisen, die im letzten Kampf ums Leben gekommen war. Dann haben Eilis und Lenny nach mir gerufen. Und während ich mit ihnen gesprochen habe, ist Earl einfach abgehauen. Als er die Wegmeistermelodie gespielt hat, sind keine Partikel erschienen, wie sonst immer. Ich glaube, es war ihm peinlich, dass Eilis und Lenny das gesehen hatten. Es waren keine Partikel zu sehen. Langsam verstehe ich, warum Earl die Zeremonie nicht mehr durchführen wollte. Könnt ihr mir bitte helfen, ihn zu finden? Eilis und Lenny suchen auch schon nach ihm. Eilis beim Wasserfall östlich des Veliara-Hügels und Lenny beim Markstein Kamos. Natürlich helfen wir. Falls wir ihn finden, geben wir das sofort durch. Okay. Auch das können wir wahrscheinlich relativ schnell prüfen. Ha, herrlich. Da ist doch direkt einfach der Marker sofort daneben. So, hier ist der Lenny. Ich habe gehört, ihr sucht auch nach Earl. Hast du irgendwelche Anhaltspunkte, wo er sein könnte? Nein, nichts. Und ich habe jetzt schon die gesamte Umgebung hier abgesucht. Langsam bin ich mir sicher, dass er nicht hier in der Gegend ist. Vielleicht ist er schon auf dem Rückweg nach Kolonie 9. Das ist definitiv möglich. Wo ist Earl? Finde Earl. Na gut, okay. Huch, okay. Da können wir auch nur weitergehen. Weil gerade kommt, gab es hier in der Nähe nicht einen fetten Gorilla? Weiß nicht, ob wir schon auf dem passenden Niveau sind. Beziehungsweise Gorillos, Vorsicht, ne? Müssen ja beim Xenoblade-Vokabular bleiben, das ist ganz wichtig. Überlebe ich das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Welches Level hattest du? Tartaros, der Eroberer, Level 80.
Okay. Rennt! Ah, hier gibt es auch ein Stufe 70 Gebiet, sehe ich gerade. Interessant. Weil ich hier wirklich noch gar nicht großartig unterwegs war. Na gut, bald wird sich das sicherlich ändern. Noch nicht ganz das Niveau, aber da kommen wir schon hin. So. Eilis, wie es aussieht, hast du Earl auch noch nicht gefunden. Ach, ihr helft auch bei der Suche. Jedes Mal, wenn irgendwas passiert, bringt er zum Ausdruck, wie sehr er sich wünscht, dass niemand umkommen würde. Ich hoffe mal, er ist nur losgegangen, um viel Glücklee zu sammeln. Okay, das müssen wir jetzt quasi wieder besprechen. Ja, ich bin gerade irritiert davon, dass ich gerade nichts... Warum? Moment. Okay, jetzt geht's. Lass mal überlegen. Ach, und hier ist auch noch die Krise von Kolonie 9. Na gut, da können wir auch kurz hingehen. Machen wir doch da direkt weiter erstmal. Danach können wir das besprechen mit Earl. Coming here, I think back to the day of the mission. We were enemies back then, huh? Funny how things turn out. Hm. Oh, das hier sieht essbar aus. Feldration, naja. Die Sache ist, dass mit den Feldrationen wirkt jetzt zu den momentanen Zeitpunkt fast ein bisschen seltsam, weil wir schon so viele Kolonien und so gefunden haben einfach. Und die City müsste auch Vorräte haben, denke ich mal. Das würde sicherlich auch anderweitig gehen, aber es ist schon verständlich, dass wir die Quest auch viel früher hätten annehmen können. Dementsprechend ergibt das wiederum Sinn, ne? Klar. Ja. Ach so, das ist hier einfach überall. Verstehe schon. Ach so, das wird einem so angezeigt, ja? Infanterie-Ausrüstung. Ich soll das jetzt wirklich alles mitnehmen, du meine Güte. Da haben wir einiges zu tun, was? Na gut, dann machen wir das mal. Das hätte mich ja immer ein bisschen an Temperant hier erinnert, aber ich weiß nicht, ob man wirklich Elemente davon hier hat. Es war auch einfach nur so ein richtiges Ödland, wer sich noch erinnert, ne? Auch ein sehr wichtiger Ort in Xenoblade Chronicles 2 gewesen. Ah, die Anfangsmusik. Auch hier wieder super entspannt, dass man jetzt einfach so durchlaufen kann, ne? Die Gegner greifen einen nicht mehr an. Man ist da schon drüber raus. Das hier war eines der Hauptgebiete, in denen ich trainiert habe im Übrigen. Am Anfang dann. Auch so Richtung Stufe 40 dann ging. Dass ich Alexandria machen konnte, das war sehr gut für die Übergangsphase. Gibt es einige Gegner, die sind relativ fragil. Da kommt man dann ganz gut zurecht. Leffners Kompositpanzerung, aha. Okay, ich denke, wir sind auch bald durch. So super viel wird auch nicht mehr rumliegen. Dann geht es der Kolonie vielleicht wieder ein Stück besser. Dann können wir gleich zurückgehen. Dann können wir nochmal besprechen, wo der Earl abgeblieben ist. Das ergibt doch alles Sinn. Das Sprunggeräusch ist genau wie bei Fiora in Xenoblade 1. Witzig. Das ist wirklich, glaube ich, nahezu 1 zu 1 das gleiche. Feldration. Und schlussendlich, das müsste, glaube ich, das letzte sein, oder? Genau, das sollte hoffentlich reichen. Wieder ein bisschen Dialoge nebenbei. Da macht das Spiel nach wie vor so viel richtig einfach. Schön. Okay. Die Krise von Kolonie 9. Ja, die können wir eigentlich auch gleich abgeben. Ganz im Ernst. Machen wir. Ja, schon wieder einiges an Zeit vergangen. Wahnsinn. Man kann so viel Zeit investieren. Es wird einen hier nie langweilig in diesem Spiel, was? Camilla. Oh, hallo. Kann ich euch irgendwas besorgen?
Ich muss aber dazu sagen, dass ich euch bei der derzeitigen Nachschublage wahrscheinlich nicht helfen könnte. Wir haben hier etwas für dich. Einfach mal eine fette Kiste oder was? Oh, das sind ja alles Lebensmittel und Rohstoffe. Woher habt ihr das alles? Ich werde dafür sorgen, dass alles schnellstens an den Mann kommt. Tausend Dank. Hey! Ha? Woher habt ihr das Zeug? Nun ja. Und versuch bloß nicht mehr weiß zu machen, das lag alles einfach so rum. Uns verbietest du sowas. Aber selber gehst du dann los und raubst dir den fehlenden Nachschub zusammen, weil es eben anders nicht geht. Nein, wir haben das Material auf dem sicheren Feld gesammelt. Wie bitte? Wir sollen uns jetzt mit Leichenfletterei über Wasser halten? Wenn's halt nicht anders geht. Richtig, Lanz. Oder wollt ihr lieber weiterhin gegen andere Kolonien kämpfen, obwohl ihr das jetzt nicht mehr müsst? Rühr das Zeug nicht an, Camilla. Unsere Kolonie wurde befreit. Wir können nicht erwarten, dass alles so weitergeht wie früher. Lance hat völlig recht. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass wir alle überleben. Camilla. Sehen, dir ist anscheinend jedes Mittel recht, aber wir... No, Camilla. Haralla hat gerade Nachschubliste gesehen. Endlich kann Haralla Leffnisse flott machen. Jeden einzelnen. Welchen? Jetzt beruhige dich doch erstmal, Haralla. Eins musst du wissen, Sian. Wir sind nicht die Einzigen, die in deine Methoden nicht passen. So ist das so. Ich sehe aber sonst wenig Widerspruch. Der Materialmangel ist jetzt erstmal behoben. Zumindest für eine Weile. Also mach dir keinen Kopf darum, was diese Typen so von sich geben. Ich kann Kites Argumente schon verstehen. Sobald die Felder Ertrag abwerfen, werden sich die Wogen schon glätten. So, gut gesprochen, abgeschlossen. Die Nachschubkrise von Kolonie 9 ist vorerst bewältigt. Kite und anderen ist die Lösung jedoch zuwider. So, jetzt machen wir weiter mit, wo ist Earl? Earl, wo bist du, Earl? Haralla kann letzter Zeit nicht mal Leffnisse vernünftig. Ich mache es riesengroßer Kopfschmerz. Also bitte reichlich Materialien mitbringen, ja? Ewiger Dank von Haralla wäre Freuden gewiss. Ja, vielleicht haben wir jetzt auch was Neues fürs Collecticon, könnte ich mir auch vorstellen. Schauen wir doch mal ganz kurz. Mach hier gleich weiter. Besprechen mal, wo Earl abgeblieben ist. Ist mal in den Unterkünften direkt. So, wo ist denn jetzt Earl? Earl scheint sich ja echt in Luft aufgelöst zu haben. Die halbe Kolonie sucht nach ihm, aber keine Spur. Wir haben ja überlegt, ob er schon auf dem Rückweg vom Villiera-Hügel nach Kolonie 9 ist. Vielleicht sollten wir irgendwo nach ihm suchen, wo Vierglückklee wächst. Also zwischen Kolonie 9 und dem Alfeto-Tal wächst meines Wissens nach keiner. Muss also zwischen Tal und Kimaris-Hochland sein. Na gut, suchen wir dort nach Earl. Dafür mussten wir jetzt extra noch eine Besprechung machen, okay. Na gut. Wird doch eh wieder markiert, oder? Wie so oft. Da ist es ja schon. Dann dauert es auch nicht allzu lange. Dann reden wir mal mit Earl. Ja, dieser wunderschöne Anblick. Herrlich. Schöner Checkpoint hier. Also, Earl ist kein echter Wegweiser, das wird wohl das Problem sein. Ja. Da keine Partikel kamen und so kann er die Melodie ja gar nicht richtig spielen. Da stimmt also etwas nicht. Hast du viel Glück, Klee, gefunden? Ah! Carrie und die anderen machen sich Sorgen um dich. Dann hat sie euch sicher alles erzählt. Ich bin ein Versager. Ich kann ihnen nicht in die Augen sehen und so tun, als wäre alles in Ordnung. Warum denkst du das? Warum denkst du das? Weil ich nicht zum Wegweiser tauge. Hör mal zu, Earl. Nachdem ich an deiner Stelle Wegweiser geworden war, da habe ich allen Gefallenen den Weg gewiesen. Ich habe Respekt und Ehrfurcht im Herzen gespürt, so wie es sein soll. Aber als ihr dann die Flammenuhr zerstört habt, da habe ich plötzlich gedacht, wofür geben die Leute eigentlich ihr Leben? Anstelle von Respekt und Ehrfurcht trat Mitleid und Bedauern. Ich habe versucht, das auszublenden, aber es ging nicht. Und auf einmal habe ich bemerkt, dass beim Spielen der Melodie keine Partikel mehr aufstiegen. Das heißt, es steht fest, ich kann meinen Kameraden nicht mehr den Weg weisen. Zuerst habe ich das geheim gehalten, aber jetzt, wo es rausgekommen ist, kann ich unmöglich nach Kolonie 9 zurückkehren. Und früher war alles besser. Dann nutze eben andere Gefühle. Komisch. Ich verstehe beide Antwortmöglichkeiten nicht so ganz.
Möchtest du, dass alles wieder so wird wie früher? Naja, das war immer noch besser als jetzt, wo ich niemanden mehr vernünftig den Weg weisen kann. Du willst wieder deine Pflicht zurück, jeden Tag den Opfern der Schlachten den Weg zu weisen? Was du fühlst, ist wahr und richtig, aber ihr seid jetzt frei vom Krieg, vom Zwang zu töten. Du musst deine eigene Antwort finden. Aber das musst du nicht allein tun. Als allererstes sollst du offen und ehrlich mit den anderen in Kolonie 9 reden. Du musst die Last all dieser Veränderungen nicht alleine tragen, Earl. Herr Kommandeur. Ja, du hast recht, Noah. Aber mir fehlt noch der Mut, offen mit allen zu reden. Ich sollte mich erst nochmal mit Carrie unterhalten. Warum nicht? Das ist doch eine gute Idee. Okay. Interessanter Konflikt. Ah, da unten gibt es theoretisch nochmal starke Agnes-Soldaten. Aber die gibt es wie Sand am Meer. Okay, dann wieder zurück. Abenteuerlich. Moment, wir müssen ja ganz woanders hin, ha? Huh? Meine Güte. Ganz übersehen. Gut, schließen wir die Quest auch noch mit ab. Und dann gucke ich nochmal kurz in den Questlog rein. Laufe ich jetzt schon etwas schneller? Das kommt mir so vor. Das kann sein, dass ich mittlerweile durch verbesserte Harmonie der Kolonie das bekommen habe. Du kriegst da so kleine Boni. Das kommt mir nämlich so vor gerade. Ja, ich glaube schon, ha? Huh? Das wirkt schneller irgendwie. Vorhin war ich langsamer, kann das sein? Haben wir gerade einen Boni bekommen vorhin? Earl, wo warst du denn? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn dir etwas zugestoßen wäre. Entschuldigt bitte. Jetzt fahr ihn doch nicht so an, sondern hör dir erstmal seine Seite an. Ja, das war alles nicht einfach für Earl, also nimm ihn mal nicht gleich in die Mange. Aber, Carrie, ich kann nicht mehr als Wegweiser arbeiten. Ich habe viel darüber nachgedacht, was ich von nun an tun werde. Ich muss mir erstmal ganz darüber klar werden, wie es dazu gekommen ist. Und natürlich darf ich mich nicht länger verstecken. Ich muss ganz Kolonie 9 sagen, dass ich nicht mehr den Weg weisen kann. Was aber? Ich habe mit Noah und den anderen geredet und da ist mir das absolut klar geworden. Wegweiser zu sein ist etwas, bei dem man mit Herz und Seele dabei sein muss. Heimlichtuerei passt nicht dazu. Well. Mann. Mit euch Wegweisern hat man ja seine liebe Mühe. Wo sie recht hat, aber es ist die Mühe wert, also kümmere dich einfach ein bisschen um ihn, ja? Natürlich, das versteht sich doch von selbst, immerhin bin ich seine Eskorte. Danke, Carrie. Fall gelöst, großer Erfolg. Und auch relativ simple Quest. Earl gesteht, dass er nicht mehr den Weg weisen kann, damit ist ihm ein Stein vom Herzen gefallen. Trotzdem finde ich ihn nett gemacht. Quest, ich mag sie. So, okay. Dann schauen wir in die Mission rein. War es das soweit? Erstmal. Okay. Na, sowas. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar Sachen, ja, die ich. Okay, das sind jetzt aber andere Kolonien. Okay. Vielleicht muss ich auch nochmal ein bisschen Harmonie sammeln, beziehungsweise auch nochmal nachts vielleicht in die Kolonie gehen. Dann sind vielleicht andere Leute da und vielleicht gibt es noch die ein oder andere Quest, die nochmal. Aber wir klappern das jetzt einfach der Reihe nach mal ab. Das klingt nach einem guten Plan fürs Erste. Ach, vergessene Vorräte gibt's noch genau. Ach stimmt, ja, die müssen wir wahrscheinlich erst hier starten, ha? Ach, ich hatte nur das Falsche markiert, wahrscheinlich im Questlog. Das ist dann schon eine laufende Quest, ich habe wahrscheinlich noch nicht angenommen oder so. Drinnen. Okay, dann werden wir beim nächsten Mal, glaube ich, die hier machen. Okay, dann werde ich mich schon mal zum Zielort begeben. Offscreen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part, ha? Das war halt wirklich mal sehr entspannt. Och, das war jetzt wirklich nur so. Ja, basic Nebenquests ohne großartige Cutscenes, aber nett eben. Ja, nichts Außergewöhnliches, aber an sich solide gemacht. Ja. Kann man mal ein bisschen entspannt Zeit damit verbringen, dafür ist es eigentlich ganz gut. Genau, wenn wir schon dabei sind. Sekunde, Mission. Genau, laufend gibt es zum einen mal. Und dann gibt es genau angenommen war es. Das war es, ja. Und da gibt es dann schon richtig viel noch. Genau, da muss man dann gucken.
Genau, das war wirklich, glaube ich, der Container. Ich erinnere mich nämlich an den. Das ist gut. Na, da haben wir noch einiges vor uns. Mal sehen, was noch so alles dabei rauskommt. Aber das war die Krise von Kolonie 9. Mal sehen. Vielleicht kommt noch Folgequests. Bis zum nächsten Part, Leute.